Hallo und herzlich willkommen zum Olympiatalk aus dem digitalen Austria-Haus. Heute mit Schwimmer Felix Aubeck. Ja, Felix, drei Olympia-Antritte, drei Finale, dreimal persönliche Bestzeit. Wenn das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, was hättest du damals gesagt? Ja, hätte ich sofort genommen. Ja, ich denke, vor 2, 3 Jahren war das noch nicht absehbar für mich, dass ich hier mich mit 3 Finalläufen über 400, 800 und 1500 verabschieden kann von diesen Olympischen Spielen. Deswegen natürlich überglücklich, dass es geklappt hat. Natürlich während den Spielen hätte ich mir dann ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise aufgrund der Platzierung. Aber mit den Zeiten bin ich sehr zufrieden und ja, ich bin sehr froh, dass ich das erreicht habe, und ich freue mich auf die Zukunft, mit drei Bestzeiten weiterhin in die nächste Saison zu starten. 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter, mit Vorläufen bist du in Tokio über 5 Kilometer geschwommen. Wie kannst du überhaupt noch gerade da sitzen? Eigentlich will ich eh nicht, aber es geht schon. Es ist natürlich viel Grundlagentraining, dass das funktioniert, dass ich überhaupt diese 6 Rennen habe schwimmen dürfen und können. Die 1500 so am Ende waren jetzt nicht erwartet, dass ich da ins Finale komme. Da habe ich mich ein bisschen selbst überrascht. Deswegen bin ich dann nochmal jetzt heute Finale geschwommen. Aber ja, ich würde jedes olympische Finale sofort schwimmen, egal welche Strecke. Und ich bin glücklich, dass ich das erreicht habe. Aber jetzt spüre ich schon ganz schön, dass der Körper ganz schön am Boden ist und dass ich ja erschöpft bin und müde und endlich meine Pause brauche. Da kommen wir gleich zu den Fanfragen, die uns erreicht haben. Eine war natürlich, worauf du dich jetzt nach den Olympischen Spielen am meisten freust. Mal nicht zu schwimmen für ein paar Tage, 2 Wochen vielleicht frei machen, ja, das Becken mal hinter mich lassen und ausschlafen. Das ist jetzt auch schon lange nicht mehr passiert. So viel essen und trinken, wie man will. Und ja, das sind so die Sachen, auf die ich mich jetzt freue. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist jene nach dem, was dir während eines Rennens durch den Kopf geht. Woran denkt man da, vor allem bei so einem langen Rennen wie den 1500? Ja, viele Leute denken immer, dass die 1500 da. An was denkst du, wenn das Rennen vergeht? Aber eigentlich bin ich so mittendrin im Rennen und versuche mich umzuschauen, wo sind die Gegner, wo bin ich, ist meine Zugzahl okay, ist mein Rhythmus okay, wie bin ich gerade im Rennen, muss ich den Schnitt steigern? Also es sind so viele kleine Sachen, die da einem durch den Kopf gehen, dass eigentlich von der Konzentration her muss man extrem top drauf sein über so ein langes Rennen, damit man konstant seine Zeiten abliefert auf den 50ern. Also es ist eigentlich dieses lange Rennen noch sehr anstrengend mental, da voll dabei zu bleiben. Du warst in Rio schon dabei, jetzt in Tokio. Wie fällt der Vergleich aus? Wie ist das Leben hier im Olympischen Dorf? Ich würde sagen, es ist schon etwas ganz anderes von damals. Damals war es für mich so, ich hab es geschafft, zu Olympischen Spielen zu kommen, und habe 3 Bewerbe schwimmen dürfen, war ich überglücklich. Und ja, es war natürlich ein bisschen mehr Freiheit. Man hat viel mehr Sachen machen können außerhalb des Dorfes. Ich habe danach noch wirklich eine Woche gehabt, wo ich mir Rio de Janeiro sehr gut anschauen habe können und andere Sportbewerbe besuchen durfte. Jetzt leider ist für mich morgen schon Abreise. Ich war eigentlich hier und habe nicht wirklich was anderes gesehen außer die Schwimmhalle und das Olympische Dorf. Das ist aber trotzdem in Ordnung. Überglücklich, dass wir die Möglichkeit überhaupt bekommen haben, hier Wettkämpfe abhalten zu dürfen. Und die paar Volunteers, die man getroffen hat, sowie auch die Leute, die beim Bus draußen stehen und jedes Mal einem zuwinken, man merkt schon, dass den Leuten hier, dass sie das sehr gerne hier gehabt hätten, auch für sie. Es ist einfach eine Freude im Land, auch man kriegt es nicht wirklich viel mit. Aber die paar Leute, mit denen man Kontakt hat, sind unglaublich höflich. Ja, und es ist wirklich toll gewesen, hier in Japan zu sein. Großes Thema ist immer das riesengroße Essensangebot im Olympischen Dorf. Was war, ist deine Lieblingsspeise im Olympischen Dorf? Ich habe mich eigentlich relativ an die Sachen gehalten, die ich schon kannte. Habe jetzt natürlich ein paar neue Sachen ausprobiert, aber rund um die Wettkämpfe sehr traditionell geblieben mit Nudeln und Fleisch und Gemüse, so wie ich es auch bisher zu Hause immer gemacht habe. Ja, aber so bis jetzt die Lieblingsspeise, ich glaube, Sushi ist dann schon das Beste hier. Wenn man schon mal in Japan ist, glaube ich, muss man das auf alle Fälle gegessen haben. Weitere Frage, die uns erreicht hat, ist ja jene nach deiner Universität. Du warst in den USA in Michigan, wo auch Tom Brady NFL-Star war. Ja, ist er dort noch nach wie vor spürbar? Ist 20 Jahre nicht mehr dort, aber kriegt man da nach wie vor mit, dass er dort war? Ja, auf alle Fälle. Also im Fanstore kann man immer noch Brady-T-Shirts kaufen. Und bei den Spielen, ich habe ihn jetzt auch, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal gesehen. Kommt jedes Jahr regelmäßig zu den Footballspielen, um zuzuschauen. Ja, und natürlich ist ganz Michigan stolz, dass Tom Brady in Michigan studiert hat und dort für die Wolverines gespielt hat. Weitere Frage, die uns erreicht hat, ihr seid ja unter den Schwimmern sehr eng. Wer ist dein bester Freund, wenn man so sagen kann, unter den Schwimmern international? Mein bester Freund.
Ja, mein bester Freund ist sowieso, sein Name ist Tommy Cope, hat es aber nicht geschafft für die Olympischen Spiele. Ist ein Amerikaner, aber ich denke mir, hier und da, ich verstehe mich relativ gut mit den deutschen Schwimmern, bin auch davor in Deutschland geschwommen, also kenne einige seit ein paar Jahren. Und ja, unter Konkurrenten ist es natürlich immer eine komische Stimmung. Man ist nett zueinander, aber natürlich weiß man, wir schwimmen gegeneinander und jeder möchte der Erste sein. Ja, ich würde sagen, ich verstehe mich auch ganz gut mit den britischen Schwimmern jetzt, nachdem ich auch in Großbritannien leben darf. Ja, die Leute, die man doch öfter sieht, sind natürlich dann einem, wo man dann schon hofft, dass die auch dann ganz gut schwimmen und hoffentlich auch in den anderen bewerben und nicht in den gleichen. Ganz gut schwimmen bringt uns zum Stichwort Paris 2024. Es sind nur noch 3 Jahre. Ist es jetzt unmittelbar nach diesen Olympischen Spielen schon irgendwie präsent im Kopf oder hast du dir schon vorgenommen, da gibt es den nächsten Angriff? Wie schaut das aus? Nein, bis heute war noch voll der Fokus auf das heutige Rennen. Ja, 3 Jahre sind noch eine lange Zeit, aber irgendwie auch nicht. Ich meine, 3 Jahren ist so viel passiert, seit 2018 bis jetzt. Man hat selbst ja mit dem Coronavirus, glaube ich, sind es jetzt schon fast 1,5 Jahre, in der wir dieser Zeit stecken und dann irgendwie ist er doch schnell vergangen, bis Tokio da war 2021. Wir haben nächstes Jahr ein sehr intensives Jahr. Ich glaube, wir haben 4 Europa- und Weltmeisterschaften auf der Kurz- und Langbahn, weil natürlich alles verschoben worden ist auf nächstes Jahr. Das wird auf alle Fälle sehr fordern. Wir müssen ganz genau wissen, welche Wettkämpfe wir da machen wollen. Und ja, die nächste WM in Fukuoka in Japan ist nächstes Jahr schon im Mai, also sind nur noch 9 Monate. Und ja, das ist das Erste, was bei mir jetzt so im Kopf steht, wie ich mich da am besten darauf vorbereite. Abschließend, deine Auftritte und deine Interviews haben in Österreich viele Menschen erreicht und bewegt auch und haben zahlreiche Glückwünsche erhalten. Gibt es irgendwas, was du diesen Menschen sagen kannst, willst, ausrichten willst? Ich bin auf alle Fälle sehr glücklich und froh. Auch vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Das ist schon etwas Besonderes. Man merkt dann, dass man doch die Leute irgendwie erreicht hat, auch wenn man sein persönliches Ziel nicht erreicht hat, dass so viele Leute an einen gedacht haben und so viele einen ermuntern möchten, trotz des 4. Platzes oder die 7. Plätze. Ja, und stolz auf einen sind, das vergisst man dann oft, stolz auf sich selbst zu sein. Und ja, das war etwas ganz Besonderes und vielen Dank. Damit bedanke ich mich auch bei dir, Felix. Gratulation nochmals zu den Auftritten und wir verabschieden uns vom Olympiatalk aus dem digitalen Austria-Haus.